Sie haben in einer Presseaussendung heute nachgeschrieben, es waren die schlimmsten Unwetter seit Menschheitsgedenken vom Schaden her. Ja, der gestrige Tag war ein sehr außergewöhnlicher Tag. Es war ja bereits das zweite schwere Gewitter an diesem Tag. Das erste oder die erste von den Meteorologen angekündigten Gewitterzüge waren ja bereits um kurz nach Mitternacht, vor allem im Innviertel, durchgezogen. Da war ein entlang vom Innenstrich von etwa 60 Kilometer Länge, der dort eine Spur der Verwüstung gezogen hat. Ja, jetzt habe ich mir die Bilder angeschaut, vor allem auf Social Media im Bereich Seekirchen-Mondsee, dann bis rein ins Innviertel. Da hat es ja enorme Hagelmengen gegeben und ich sage mal, die Hagelkörner bis zur Tischtennisball groß. Wie hoch ist denn der Schaden, den Sie vermuten, wenn Sie das jetzt um diese Uhrzeit schon sagen können? Ja, das schwerste Gewitter war dann eben am Abend, hat um 19 Uhr begonnen und ist da Richtung, also von Salzburg her begonnen und ist Richtung Osten gezogen, auf einer noch größeren Länge, als wir das bereits einige Stunden zuvor hatten. Das heißt, hier waren insgesamt 80 Kilometer und bis zu einer Breite von 13 Kilometer war dem bis zu Tennisballgroßen, hühnereigroßen Hagelkörnern, die einen Schaden von, wir haben das ja gestern hochgerechnet, unsere Sachverständigen waren im Einsatz. Insgesamt haben wir an der Fläche von 40.000 Hektar einen Schaden von etwa 22 Millionen allein in der Landwirtschaft an den landwirtschaftlichen Kulturen. Unglaublich, da hat es auch eine Gärtnerei zum Beispiel im Mondsee erwischt. Generell, was kann man denn machen? Ich weiß, das ist eine blöde Frage jetzt gegen Unwetter, aber früher hat man ja auch zum Beispiel Flieger eingesetzt, die Chemikalien versprühen, um solche Gewitter, solche Hagelgewitter zum Abregnen oder zum Abgleiten zu bringen. Gibt es diese Möglichkeit oder ist man definitiv nur Passagier? Die Erfahrungen der Hagelfliegerei waren insbesondere in Oberösterreich nicht zufriedenstellend. Es ist vor sehr, sehr vielen Jahren ist einmal versucht worden. Der einzige Schutz vor solchen Hagelschäden ist einfach im Gebäude zu bleiben und warten, bis das Unwetter vorübergeht.